Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin CryptoBest Germany und ich habe heute wieder ein ziemlich interessantes Video für euch am Start. Nämlich reden wir heute, ihr seht schon im Titel, über Wabi. Wabi ist ein Coin, der noch ziemlich undervalued ist. Wir haben derzeit einen Preis von 1,58 Dollar. Aber was ja viel interessanter ist, ist der Market Cap. Der Market Cap ist nämlich bei niedrigen 70 Millionen US-Dollar. Also ihr seht, wir haben hier noch massives Potenzial für Wachstum nach oben. Ich würde sagen, wir schauen uns noch kurz den Preis an, was der Preis, der vorher gehandelt wurde. Wir waren schon mal bei knapp 5 Dollar, also sind jetzt bei 1,50, wirklich bei einem Preis, der extrem einsteigerfreundlich ist und wo man wirklich zuschlagen könnte, wenn man sich dafür interessiert und wenn man die Technik dahinter gut findet. Ich werde euch im Video natürlich erzählen, was denn Wabi kann, was Wabi für ein Problem anpacken will. Wir werden das White Paper kurz überfliegen, sorry. Und ich habe sogar ein Video für euch am Start, wo das Produkt das erste Mal gezeigt wird sogar. Und ja, hier noch kurz, wir waren sogar schon bei 1 Dollar und 4 Cent und da sind jetzt wieder raufgepumpt auf 1,60. Also wir hatten schon wieder einen massiven Wachstum in wenigen Tagen. Also wirklich, es ist ein Coin, den man in Erwägung ziehen sollte und 1,58 ist wirklich ein Hammer-Einstiegspreis. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich, ich mache hier einen kurzen Cut und dann geht's los mit der eigentlichen Präsentation von Wabi. So, und wir machen auch direkt weiter. Und viele werden sich jetzt vielleicht fragen, warum ich einen Spiegel-Online-Artikel geöffnet habe und warum der Artikel aus dem Jahr 2008 ist. Und die Frage kann ich euch beantworten, denn exakt auf diesen Fall wird nämlich im Wabi White Paper mehrmals Bezug genommen. Und das ist wirklich ein Problem, das Wabi in Angriff nehmen will. Nämlich Wabi geht exakt gegen den Markt an gefälschten Gütern und an Duplikaten vor. Wir hatten im Jahr 2008 diesen Melamim-Skandal in China, wo Melamim in Babynahrung gemischt wurde und 13.000 Kinder im Krankenhaus gelandet sind. Und Wabi will sowas in Zukunft mit Hilfe der RFID-Technologie nicht mehr möglich machen, denn das ist eine Technologie, die das Fälschen von Produkten praktisch unmöglich macht. Es kann kein Produkt mehr gefälscht werden, wenn dieser RFID-Code auf dem betreffenden Produkt ist. Und das gibt dann den Endkonsumenten gibt es die Möglichkeit, diesen Code mit einem Smartphone zu scannen. Man kann mit einer App von Wabi, ich habe später noch ein kleines Video für euch zu dem Thema, man kann mit einer App diesen Code in wenigen Sekunden scannen und man sieht die komplette Supply Chain. Also das ist wirklich wahnsinnig geil. Ihr seht es wirklich im Video noch, ist wirklich cool. Man hat diesen RFID-Code und es dauert ein, zwei Sekunden und man sieht genau, ob das Produkt fake ist, ob das Produkt echt ist und natürlich, welche Stufen es durchlaufen hat. Man sieht von der Produktion weg, bis zum Hafen, zum Beispiel, wenn wir jetzt von China reden, bis zum Hafen, wo das Gut verschifft wurde und wo es wieder ankommt, sieht man jeden einzelnen Step. Und das ist schon eine ziemlich nice Technologie, muss ich sagen. Denn, wenn wir jetzt mal ein wenig weggehen von diesem Food Market, haben wir natürlich auch ein extrem großes Potenzial in anderen Bereichen. Ihr müsst nur mal überlegen, die Luxusindustrie, Louis Vuitton, Prada, Chanel, wie viel da gefaked wird. Also die ganzen Taschen, die ganzen Klamotten, da wird gefaked ohne Ende. Und diese Luxushersteller können dann mit Hilfe von Wabi diesen RFID-Code am Produkt anbringen und der Kunde kann dann in jedem Shop, also in jedem Geschäft vor Ort checken, ob das fake ist oder nicht. Vielleicht kennt ihr es im Urlaub öfter mal in Italien oder so oder in Südeuropa, auch Osteuropa. Da werden ja oft Klamotten verkauft, die täuschend echt aussehen. Aber wenn dann dieser RFID-Code nicht oben ist, dann wisst ihr direkt, dass es fake ist. Und wenn dann gefälschter RFID-Code oben ist, dann funktioniert das nicht. Also das ist ganz klar deklariert. Man kann diesen Code nicht fälschen, man kann diesen auch nicht manipulieren, man kann nichts runterreißen, man kann zum Beispiel bei Kindernahrung, bei Babynahrung, man kann nicht den Deckel irgendwie runterreißen und dann was reinschütten, was nicht reingehört und dann wieder zumachen. Damit manipuliert man das Siegel und damit ist der RFID-Code ungültig und nicht mehr und funktioniert auch nicht mehr. Dann haben wir diesen Fall jetzt abgearbeitet und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt noch die Wabi Homepage an. Ich muss gerade noch kurz den Link rauskopieren, denn ich habe heute alle Tabs einzeln offen, einfach aus dem Grund, weil mein OBS die KPU-Leistung heute extrem hochpumpt und ich will jetzt nicht irgendwie, dass die Aufnahme wieder abbricht mittendrin. Ja, hier haben wir die Wabi Homepage. Ihr seht hier das App, ihr seht hier die App, sorry, nicht das App, die App natürlich. Und hier die Development Timeline. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt aufs White Paper. Nämlich das eigentlich Interessante. Ja. Lade gerade kurz, denn hier am Anfang haben sie gleich das Problem formuliert. Hier.
461 Billionen US-Dollar of imported fake goods in circulation globally. Also weltweit haben wir eine unfassbar hohe Menge an gefälschten Gütern im Umlauf, nämlich 461 Milliarden US-Dollar sind im Umlauf. Und dementsprechend ist das das Problem, wo Wabi angreifen will. Und hier haben wir auch nochmal die Meldung vom Food-Skandal. Und die Solution steht auch schon hier. Die App, die es immer ermöglichen soll, in Zukunft gefälschte Güter sofort rauszufischen. Und man weiß dann einfach direkt, ob es fake ist oder echt. Und da zeige ich euch jetzt kurz das Video, das angesprochene Video. Denn ich denke, so ist es am einfachsten erklärt. Und da brauche ich auch gar nicht viel rumreden mehr. Hier. Und zack, los geht's. Hier ist dieser RFID-Code. Handy-App. Zack. Es wird gescannt. Müsst ihr sehen, wie schnell das jetzt geht. Wirklich unfassbar. 1, 2 Sekunden. Und jetzt sieht man direkt die ganze Supply Chain. Ihr seht hier HIP Vertrieb KG, also HIP Babynahrung. Man sieht die Supply Chain, man weiß, wo das Gut war und man sieht, ob es fake ist oder nicht. Man sieht die weiteren Produkte. Also wirklich sehr, sehr nice an dieser Stelle. Denn überlegt mal, wie viel Coins ihr schon investiert habt oder wie viel White Paper ihr schon gelesen habt. Wie viel haben wir tatsächlich ein funktionierendes Produkt in einem Video vorgestellt? Ich habe wirklich schon Dutzende White Paper gelesen und wirklich viele Coins gehalten und verkauft auch wieder. Aber ich habe wirklich selten einen Coin gehabt, der ein funktionierendes Produkt in einem Video vorgestellt hat. Es gab immer wieder so Cartoon-Videos oder gezeichnete Videos oder irgendwelche CEOs, die von irgendwelchen Visionen sprachen. Aber dass wer wirklich ein funktionierendes Produkt hatte, war selten. Und das ist für mich immer so ein Indikator, einen Coin näher anzusehen und vielleicht auch etwas mehr Geld zu investieren. Ich habe es bei Gifto ähnlich gemacht. Da ist auch bereits ein funktionierendes Produkt dahinter. Und das sind für mich wirklich die Coins, wo ich drauf schaue. Und wenn ich so einen Coin finde mit so einer niedrigen Market Cap, dann investiere ich da einfach immer ziemlich safe rein. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter runter. Denn wir hatten hier noch genau, hier steht nochmal das Ganze genauer beschrieben, dass es nicht möglich ist, eben diesen Code zu faken oder irgendwas aufzubrechen, reinzumischen, zu manipulieren. Das ist nicht möglich. Das wird hundertprozentig ausgeschlossen, weil es ja natürlich auch ein Kritikpunkt sein könnte, aber es funktioniert nicht, also dementsprechend alles easy. Das White Paper ist sonst ziemlich kompakt geschrieben, sorry. Ihr könnt euch das durchlesen. Es sind zwar ziemlich viele Seiten, aber es ist wirklich, ihr seht hier, es sind wirklich oft nur Bilder drauf. Und dementsprechend hat man das ziemlich schnell durchgelesen, so eine halbe Stunde. Ich werde jetzt nicht alles covern, denn ich habe die wichtigsten Informationen für euch schon zusammengefasst und eben aufbereitet. Aber falls ihr näher Interesse habt, würde ich sagen, lest es euch selber durch, denn das würde hier wirklich den Rahmen sprengen. Was haben wir hier noch? Ich will gerade noch ganz runter zum Team, nämlich, weil das fand ich wieder ziemlich nice, muss ich sagen. Und da will ich kurz noch was dazu sagen. Hier. Hier haben wir schon das Team und das ist auch immer, ich sagte vorhin, das funktionierende Produkt ist etwas, auf was ich schaue und das Team ist auch irgendwie bei mir immer so ganz weit oben. Also das schaue ich mir immer direkt an, denn ich kann da mittlerweile schon irgendwie heraussehen, wie seriös das Ganze denn ist. Ich hatte im letzten Video Railblocks als Review und da habe ich ja kritisiert, dass das Team einen ziemlich unprofessionellen Rap-Auftritt hat, weil ich finde es einfach nicht gut. Ich studiere BWL, ich interessiere mich für Marketing und bin da wirklich ziemlich genau. Und ich finde es nicht gut, wenn irgendein CEO von einer Firma ein Webcam-Bild auf seiner offiziellen Webseite drin hat oder auch die anderen Mitarbeiter, die hatten Selfies drinnen auf der offiziellen Firmen-Homepage. Das gefällt mir einfach nicht. Das macht für mich einen unprofessionellen Eindruck. Und dementsprechend haben wir hier komplett das Gegenteil. Wir haben hier wirklich professionelle Fotos, eine professionelle Darstellung. Die haben alle einheitliche Fotos, waren alle zusammen beim Fotografen wahrscheinlich. Und ja, zu den technischen Vorkenntnissen oder zu der Vorkarriere besser gesagt. Wir haben hier einen Former McKinsey Consultant. McKinsey ist so ziemlich die größte Unternehmensberatung weltweit, ist eine Talentschmiede für zukünftige Manager und Vorstandsvorsitzende. Also McKinsey ist wirklich eine gute Adresse und wirklich gilt sozusagen in der BWL-Branche, wenn man so eine Firma im Lebenslauf hat, stehen einem alle Türen offen. Dementsprechend eine gute Referenz, dass er vorher bei McKinsey war. Hier Bain & Co. ist auch eine riesen Firma, auch einen sehr großen Namen. Und dann schauen wir noch weiter runter, denn ich habe hier unten noch einen ziemlich interessanten Herrn gefunden, nämlich den Long Chiu, genau. Der ist nämlich auch Vizepräsident at the Leading Global Resort and Entertainment Group and formerly Director of Digital Commerce Development and CRM at Mead Johnson Nutrition. Also das sind wirklich Leute, wo ich
wo ich danach Ausschau halte, dann, wenn solche Leute im Team sind, die wirklich schon langjährige Erfahrung haben als Manager und wirklich schon Erfolge vorzuweisen haben, also wirklich Direktor des bei Mead Johnson Nutrition, das ist schon eine Hausnummer und das sind wirklich immer so kleine Sachen, wo ich sehr viel Wert drauf lege, denn es gibt mir einfach die Sicherheit, in einen Coin zu investieren, wenn solche Leute mit am Start sind. Denn solche Leute werden nicht in deine Firma gehen, wenn du nicht wirklich was reißen kannst mit deinem Produkt. Und ich würde sagen, wir fassen das Ganze jetzt kurz nochmal zusammen. Ich gehe nochmal kurz auf CoinMarketCap. Denn im Großen und Ganzen sind wir auch schon durch. Ich schaue nochmal kurz auf meinen Spickzettel, was ich denn noch sagen wollte. Die RFID-Technologie haben wir ja schon durchgesprochen. Wenn ihr euch darüber genauer interessiert oder dafür genauer interessiert, dann würde ich euch raten, da speziell nochmal zu googeln, denn die Technologie dahinter ist ein wenig schwerer zu erklären. Das sind im Prinzip wie so kleine Satelliten. Dementsprechend würde ich euch dazu raten, noch ein wenig genauer nachzulesen, falls euch das interessiert. Ich habe jetzt die Basics, habt ihr gesehen, wie das Ganze funktionieren soll. Und was ich eben noch sagen wollte, wir haben mit Walton schon was Ähnliches auf dem Markt, aber ich denke, Huawei ist einfach ziemlich spezialisiert auf den chinesischen Markt. Gerade mit diesem Food-Skandal, wir haben eine Firma dahinter, die es schon länger gibt. Die haben sich jetzt nicht schnell gegründet innerhalb von 2 Monaten, um an dem Hype teilzunehmen, um schnell Geld zu kassieren und einfach irgendwas Blockchain-related rauszuhauen. Das haben wir bei Huawei nicht. Das ist eine Firma, die schon lange existiert. Und wie ich schon wieder erwähne, die haben ein funktionierendes Produkt und dementsprechend sehe ich in Huawei wirklich eine positive Zukunft. Wir haben ja einfach, was mich hier jetzt im so positiv stimmt, ist, dass wir einfach einen großen Markt haben. Wir haben erstens die Food Industry, wo wir eben diesen riesen Food-Skandal hatten und die in China total heiß ist auf solche Produkte. Wir haben die Regierungen, die da auch drauf heiß sind, weil die Regierung muss sich da ja im Prinzip was überlegen, dass solche Sachen wie 2008 nicht mehr passieren können. Da stand ja die Regierung heftig unter Druck. Da haben wir jetzt schon mal zwei riesen Abnehmer und dann kommt aber noch mehr dazu. Wir haben die Luxusindustrie. Wir haben Louis Vuitton, wir haben Chanel, wir haben Gucci, wir haben aber auch die Elektronikindustrie. Wir haben Apple, Samsung, die natürlich auch ziemlich viel gegen gefälschte Produkte ankämpfen müssen. Gerade im chinesischen Markt gibt es so viele Fake-iPhones. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch die Pharmazeutikindustrie, also die Pharmaceutical-Industrie, wo natürlich auch massenhaft an gefälschten Waren unterwegs sind. Gerade bei Bayer, bei Novartis, bei den ganzen Big Playern, da wird gefaked ohne Ende. Und man kann als Endkonsument wirklich nicht unterscheiden, was jetzt da Fake ist und was real ist, denn die Verpackungen sind leicht zu fälschen und die Tabletten sehen alle gleich aus. Man sieht es dann erst an der Wirkung, ob die Wirkung da ist oder komplett was anderes drin ist. Und da muss man natürlich direkt sagen, wenn da dieser RFID-Code um ist, dann gibt es keine Zweifel mehr, ob es echt ist oder nicht echt ist. Deswegen haben wir einfach wirklich 5 Absatzgebiete, wo da wirklich massiv Nachfrage bestehen wird nach Huawei. Und das ist dann im Endeffekt im Zusammenspiel mit diesem Team und im Zusammenspiel mit dem funktionierenden Produkt etwas, was mich sehr, sehr positiv stimmt und etwas, was mich in diesen Coin weiter investieren lässt. An dieser Stelle muss ich nochmal sagen, es ist keine Finanzberatung, wisst ihr eben, ihr müsst euch das Ganze selber überlegen. Aber ich sage, Huawei ist wirklich einer der Coins, der noch ziemlich undervalued ist und für den ich 2018 eben Großes voraussage. Und ich würde an dieser Stelle sagen, wir haben jetzt das Wichtigste gecovert. Ich schaue gerade nochmal auf die Uhr, wir sind jetzt schon bei knapp 12 Minuten wieder. Ich halte die Reviews immer kürzer, weil ich immer denke, die Aufmerksamkeitsspanne ist ab 6, 7, 8 Minuten nicht mehr so gegeben. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben alles gecovert. Ich werde jetzt wirklich täglich Coin-Reviews machen, mein Portfolio vorstellen, da ich ja wie gesagt Ferien habe und mehr Zeit habe für das ganze YouTube-Zeugs. An dieser Stelle würde ich euch darum bitten, mir ein Like dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Natürlich, wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte nicht. Schreibt mir einen Kommentar. Lasst ein Abo da, wenn ihr meinen Kanal nice findet. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Coin Review. Und ich habe wirklich wieder einen interessanten Coin für euch vorbereitet. Also seid gespannt und bis dahin haut rein, euer CryptoBase Germany.